Hallo und herzlich willkommen. Heute beschäftigen wir uns mit dem Elektrokamin Bormio aus dem Hause Klarstein. Ein Kaminofen hat immer einen gewissen Charme. Allerdings ist die abgegebene Wärme nicht immer gleichmäßig und das ständige Nachlegen und Besorgen von Brennmaterial kann schnell lästig werden. Interessant ist in einem solchen Fall ein elektrischer Kamin, der zwar die Optik eines normalen Kaminofens hat, allerdings über Strom funktioniert. Um ein solches Gerät unter die Lupe zu nehmen, haben wir uns mit dem Modell Bormio von Klarstein beschäftigt. Seid ihr auf der Suche nach einem derartigen Artikel? Dann schaut doch einfach mal in unserer Videobeschreibung vorbei. Wir haben wie immer für euch einen Preisvergleich durchgeführt und zum besten Produkt findet ihr einen Link in der Videobeschreibung. Auf jeden Fall dort einfach mal hineinschauen, denn unter Umständen kann man auf diese Weise den ein oder anderen Euro sparen. Außerdem haben wir die wichtigsten Informationen für euch zusammengestellt und zusammengefasst. Reinschauen lohnt sich also. Ein Kaminofen ohne Holz oder andere Brennmaterialien? Dies war bis vor wenigen Jahren noch undenkbar. Jedoch gibt es mittlerweile auch Modelle, die lediglich die Atmosphäre eines Kaminofens erzeugen, aber mit Strom betrieben werden. Dies liefert den Vorteil, dass man sich nicht ständig um das Nachfüllen des Brennmaterials kümmern muss, geschweige denn im Garten bei Wind und Wetter eventuell sogar Holz hacken muss. Interessant ist dabei besonders, dass der elektrische Kamin über zwei verschiedene Modi verfügt. Der Bormio von Klarstein erzeugt realistische Flammenillusionen. Das sanfte Licht ahmt glimmende Holzscheite nach und sorgt so für eine täuschend echte Atmosphäre. Betreibt man das Gerät im Winter, so kann man auf Wunsch auch noch eine Heizung zuschalten, die dazu passend auch noch die Wärme eines echten Ofens verbreitet. Diese Heizfunktion kann wahlweise bei 950 und 1900 Watt betrieben werden. Das eingebaute Thermostat kann die aktuelle Raumtemperatur messen. Durch eine Open Wind Detection erkennt das Gerät sogar eine schnell sinkende Temperatur, die beispielsweise durch ein geöffnetes Fenster ausgelöst werden kann. Praktisch ist zudem, dass ein Wochentimer mit an Bord ist. Mit diesem ist es ganz einfach möglich, die Programmierung der Heizzeiten für jeden Wochentag einzustellen. Dadurch muss man sich nicht jeden Tag um diese Einstellungen kümmern und kann im Zweifelsfall sogar in eine warme und gemütliche Umgebung nach der Arbeit heimkehren. Zusätzlich zu den Schaltern am Gerät selbst kann man für die Einstellungen aber auch die beiliegende Fernbedienung nutzen. Auf diese Weise kann man Änderungen auch ganz bequem von der Couch aus durchführen. Ein weiterer großer Pluspunkt ist das Design des Modells. Es sieht sehr rustikal, gleichzeitig aber auch modern aus. Auf diese Weise gliedert sich das Produkt in jede Umgebung perfekt ein und setzt optische Akzente. So wird auch ein positiver Eindruck erzeugt, selbst wenn man das Gerät gerade nicht eingeschaltet hat. Ein weiterer optischer Vorteil besteht darin, dass das Gerät natürlich auch nicht an ein Rohr angeschlossen werden muss. Die Maße des Produkts belaufen sich auf 89 x 60 x 42 cm, wodurch es bei weitem nicht so groß ist wie ein herkömmlicher Ofen. Auch das Gewicht ist deutlich geringer, das Gerät wiegt lediglich 23,5 Kilogramm und kann somit auch meistens alleine bewegt werden. Insgesamt zeigt sich dieser elektrische Kamin von Klarstein als sehr gutes Gerät, wenn man gerne einen Kamin hätte, aber nicht mit Holz oder anderen Brennstoffen heizen möchte. Trotzdem muss man durch dieses Modell nicht auf die gemütliche Atmosphäre eines Kaminofens verzichten, der zudem auch auf Wunsch noch die Wärme eines solchen Geräts bereitstellen kann. Wir hoffen, dass wir euch einige hilfreiche Infos rund um das hier vorgestellte Produkt geben konnten und euer Interesse eventuell geweckt haben. Falls dem so sein sollte, dann schaut unbedingt in die Infobox unter dem Video. Dort haben wir das aktuell beste Angebot für euch verlinkt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.